Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 26. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Aber ich erkenne die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein. Außerdem, ich erkenne auch die Hindernisse und habe ich einen guten Rat, diese Hindernisse überwinden. Wo liegt heute die Liebesenergie? Und das hat in dem Sinne mit Planet Venus wenig zu tun. Das ist ein Energiefeld. Diese Energiefeld Liebe befindet sich im Augenblick im Tierkreiszeichen Widder. Und es ist spürbar bei die Wiedergeborenen, die am 24., 25. und 26. März Geburtstags haben. Diese Energiefeld strahlt etwas aus. Und diese Liebesenergie wirkt auch bei Löwengeborenen und wirkt auch bei Schützengeborenen, besonders bei die, die im ersten Dekaden geboren sind. Worauf sollen wir heute achten? Wir sollen zurückhaltend sein, nichts bewegen, nichts bewegen wollen, auch nichts erzwingen, sondern geduldig sein und abwarten, weil dieses Glück ist schon unterwegs. Eine Begegnung, ein Nachricht oder kehrt jemand zurück. Wichtig ist, nicht handeln, nicht auf anderen zuzugehen, sondern die Ruhe bewahren und abwarten. Wo wir auch Glück haben, wir haben einen Sieg über unseren Rivalen oder Rivalinnen. Und worauf wir noch achten sollen, wenn jemand sich einmischen möchte auf diese Liebesangelegenheit, weil er hat einen gut gemeinten Rat. Es kann auch schief gehen. Also wichtig ist nicht auf anderen hören, sondern eher zurückhaltend sein oder das Folgen, was unserem Intuition sagt. Wenn jemand Interesse hat, die Glückstage berechnen oder erkennen, was für Hindernisse sind im Leben und wie man diese Hindernisse bewältigen kann, dann kann ich dabei helfen und meine Aussagen basieren auf wissenschaftlicher Astrologie. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.